Hallo Leute, moin. Ich habe drüber nachgedacht, was wir als nächstes machen. Und ich dachte mir, wir machen eine Sache, die ich total wichtig finde, wenn man programmiert. Wir gucken uns die Programme von anderen Leuten an. Und dafür habe ich folgende Seite rausgesucht: Vintage Basic Net Games HTML. Ihr seht es hier oben. Ich linke das nachher auch unten im Kommentar von dem Video. Und das ist das, was wir als Anfänger gemacht haben. Wir haben uns Programme angeguckt von anderen Leuten, die umgesetzt, die abgeschrieben und haben so programmieren gelernt. Und das ist nun, die Programmiersprache ist hier Basic. Das sind praktisch alte, das ist eine alte Sprache, die in den 80ern, ne, in den 60ern eigentlich erfunden wurde, 68 oder so. Und das hat sich an Anfänger gewendet und ist im Prinzip, naja, das ist irgendwie halt, ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil diese Programme sind irgendwie gute Beispiele, um zu zeigen, was Spaghetti-Code ist und wie wir damit umgehen, wie wir aus Spaghetti-Code vernünftigen Lua-Code machen. Da bin ich werde es zumindest versuchen und vielleicht schaffe ich das sogar einigermaßen. Also ich werde jetzt erstmal sehen, dass ich, also das hier ist sozusagen das Programm, das ist eine, also ich habe mir dieses Luna-Programm rausgesucht, das ist praktisch so ein kleines Spiel, mit dem man jetzt einfach nur mit Zahlen arbeitet. Und das heißt, wir brauchen uns nicht um Grafik zu kümmern oder sonst was. Wir haben nur ein bisschen Zahleneingabe und wir müssen die Mondlandefähre auf dem Mond landen, ohne dabei einen Krater zu erzeugen. Und wenn man sieht hier, irgendwie bei dem Beispiel, das da ist, hat der Programmierer irgendwie erstmal einen Krater erzeugt und also ist eingeschlagen. Das ist das ganze Programm. Wir gucken uns das gleich an. Wir laden das in den Editor. Ich mache das jetzt nicht in ZeroBrain, weil das Basic ist. Und der Editor von ZeroBrain zeigt Basic nicht vernünftig an. Und deswegen, wir gehen das hier durch und wir setzen das 1 zu 1 oben in Lua und dann gucken wir an, ob wir das in irgendeiner Weise verbessern können. Und jetzt gucken wir mal, wie weit ich irgendwie komme mit einem Mal. Aber wir versuchen praktisch dieses Spiel, diesen Luna LEM Rocket, dieses Spiel umzusetzen von Basic auf Lua und das zum Laufen zu bringen. Wie gesagt, hier sind noch ein paar mehr Spiele dabei. Da könnt ihr euch gerne irgendwie eins davon raussuchen und mal sehen, ob ihr das auf Lua zum Laufen bekommt. Im Prinzip, das ist sozusagen das Listing. Das wurde damals einfach praktisch irgendwie so abgedruckt. Das ist einer der ersten Spiele überhaupt, die, glaube ich, jemand programmiert hat. Das ist damals noch in Focal programmiert worden, steht hier irgendwie von einem Jim Storner. Und der ist in der Lexington High School gewesen. Also High School genauso wie ihr an einem Gymnasium. Und hat das von Focal auf Basic konvertiert. Und das ist ein Programm fürchterlicher Spaghetti-Code. Und ihr werdet gleich sehen, was es ist. Ich habe hier praktisch auch vorne auf der Seite, haben wir hier einerseits das Programm. Und dann haben wir hier hinten den eigentlichen Code, also praktisch das eigentliche Basic-Programm. Also hier ist praktisch das ein bisschen Erklärung dazu, wie das funktioniert und woher das kommt und sowas. Das kann man sich dann angucken. Aus irgendeiner Zeitschrift kommt das. Ich glaube, das kommt aus dem Buch. Das sind so 100 Basic-Programm. Ich habe die jetzt alle mal runtergeladen und das hier ist der eigentliche Code dazu. So, und den können wir natürlich hier nicht bearbeiten. Deswegen habe ich hier schon mal einen Editor vorbereitet. Ich habe den Kram runtergeladen und wenn man das, ich nehme jetzt den Editor Vim, war der schön irgendwie das. Ich habe es alles ein bisschen schön groß gemacht, damit man es hier schön sehen kann auf dem Bildschirm. Und hier sieht man, wie dieses ganze Ding läuft. Hier vorne sind jetzt sozusagen die Zeilennummern, das ist gelbe. Aber die Sprache selbst hier hat Zeilennummern, Basic. Und das funktioniert hier so, dass eigentlich praktisch überall mit GoTos gearbeitet wird. Also hier zum Beispiel ein if, zwei, also wenn irgendwie folgende Sache da ist, dann springe zu Zeile 240. Das heißt, die Zeilennummern sind auch gleichzeitig Labels. Und wir gucken das gleich mal, ob wir das umsetzen können und ob wir alle Zeilennummern rausnehmen können, die keine Bedeutung haben. Und wir lassen nur die drin. Also das werden wir gleich machen. Und also hier praktisch if, then, goto sozusagen. Und es gibt hier auch irgendwie gotos. Das ist hier zum Beispiel.
Hier haben wir ein Goto 160, das heißt, hier haben wir offensichtlich eine Schleife, die zurückspringt. Das organisieren wir gleich alles und gucken, was los ist. Hier haben wir ein GoSub. GoSub ist praktisch ein Funktionsaufruf. Das gucken wir auch gleich, wie das bei Lua funktioniert. Da geht er praktisch in eine Unterroutine rein. Und das ist dann hier. Und aus der Unterroutine springt er mit Return zurück. Das Konzept können wir natürlich genauso in Lua einbauen. Das machen wir jetzt auch gleich. So. Erstmal machen wir mal Folgendes. Wir zeigen mal, dass das Programm funktioniert. Ihr habt ein Basic auf dieser Webseite, was ihr runterladen könnt. Das ist ein Exe-File für Windows. Ich habe mir das hier für Linux runtergeladen. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber ich habe irgendwie ein Basic für Linux auf jeden Fall. Und das kann man starten. Dann kommt praktisch dieses Programm. Startet ein bisschen Text, sagt, okay, du bist 120 Meilen über der Mondoberfläche. Du hast 3600 Meilen pro Stunde. Das ist natürlich alles jetzt in imperialen, also praktisch in diesem nicht, im nicht-metrischen Code, also in diesem Meilenfuß-Code von Amerikanern. Das versuchen wir später dann nochmal umzusetzen. Und da lassen wir, und wir lassen uns erstmal fallen für eine Weile und gucken mal irgendwie, dass wir irgendwie uns nicht zu lang fallen lassen. Und jetzt gebe ich mal langsam Gegenschub und hoffe, dass das nicht zu spät war und dass wir keinen Aufschlag haben, aber jetzt können wir uns mal angucken, wie dieses Programm läuft. Wir sehen, dass unser Fuel lässt irgendwie langsam nach, das heißt, ich feuer ganz schön raus. Unsere Geschwindigkeit, also der Aufbau hier ist nicht besonders übersichtlich, das ist nicht direkt untereinander, es springt raus. Das Programm ist nicht besonders, also ich bin da nicht so begeistert von jetzt. So, jetzt haben wir nochmal 200. Jetzt wird das irgendwie langsam knapp mit unserem Fuel. Ob wir das schaffen, das halte ich für unwahrscheinlich. Jo, ich glaube, dass wir keinen Sprit mehr haben, ne? Jo. So, Fuel out at 132 Seconds. Und das heißt, ich bin wohl offensichtlich zu weit gefallen und on the moon. So, und dann bin ich irgendwie runtergegangen mit 800 Meilen pro Stunde. Das ist so ungefähr Schallgeschwindigkeit, würde ich sagen, mal 800 mal 900 mal 1,6. Das ist so ein gutes Stückchen über Schallgeschwindigkeit. Bin auf den Mond eingeschlagen und das war's. Ich habe einen Krater von 200 Fuß. Das sind immer durch 3, also ungefähr 100. 90, 80 Meter Tiefe. Ups, das ist natürlich eine Menge. Okay, das ist, nehme ich an, ohne Überlebende abgelaufen. So, das läuft ja wieder. Es reicht aber. Ich verlasse dieses Basic-Programm einmal kurz. Und jetzt gucken wir uns das mal an, dass wir das irgendwie nochmal aufrufen. Und dass wir das jetzt in Lua umsetzen. So, das erste ist, wir gucken uns mal an, wo hier gesprungen wird. Das machen wir als allererstes. Und zwar, wohin wird gesprungen? Es wird gesprungen zu 240. Also er warnt jetzt hier unten, dass ich nicht schreiben darf. Ich muss das nachher woanders schreiben. So, 240, dann haben wir, hier haben wir einen 150, wir haben bei 200 haben wir ein Label, wir haben bei 340 ein Label, 340 springt er einmal hin, dann hat er bei 230 springt er hin, bei 160 springt er hin, sehe ich gerade, bei 420 springt er hin, so das tragen wir alles schön ein. Wir versuchen, dass es umzusetzen. Man sieht jetzt irgendwie, dass der Spaghetti-Code ist. Der springt also hin und her und wir sehen überhaupt nicht, was los ist. Und das ist der Grund, warum wir moderne Programmiersprachen haben, weil wir das hier eben, also ich versuche jetzt irgendwie sozusagen rauszubekommen, was macht dieses Programm eigentlich. Und das ist gar nicht so einfach. So, wer geht hier her und zu 440 geht er nochmal hin. Da haben wir noch ein Label 440. Und hier springt er wieder 160, 370 springt er hin, da will er hin, 160 haben wir glaube ich schon, 160 haben wir schon, 330 haben wir, 420
haben wir so nochmal von oben, von unten gehen wir nochmal los. Quote 70, da haben wir noch irgendwie eine Quote 70, da gehen wir auch nochmal hin. So, das ist also, wir haben, gehen wir mal einmal durch, die 70 haben wir eben gerade. Die 240 ist da, die 150 haben wir eingetragen, die 200 ist da, die 340 ist da, die 230 ist da, 370 ist da. Wo haben wir jetzt 370? Dann haben wir die 330 ist da, 160 ist da. La la la, haben wir hier noch, hier ist eine 440 drin. 440 ist da. Hier hinten, ne? Das so, da haben wir die 440. Die 300 ist da, 300 haben wir noch, denn 300 steht da. Springt jetzt zu 300, 300. Okay, dann haben wir 440, das hatten wir da. 440 ist da, 260 ist auch noch mal hin. 260, das sind wir 260, 420 ist da, 330 ist da, 340 ist da, 420 ist da, 340, jo, 330, jo, 160, 160 haben wir, 160, 370, 160 haben wir. Und das war's. So, das heißt, jetzt, wir haben alle Labels, die wichtig sind. Und den Rest, den können wir schon mal wegmachen. Das heißt, der Rest wird nicht angesprungen. Das heißt, wir brauchen uns darum nicht zu kümmern. So, und damit wir irgendwie diese Labels auch kriegen, machen wir das irgendwie gleich so, dass wir die Dinger als Labels markieren für Lua. Schmeißen alles andere raus erstmal. Und jetzt wird das natürlich auch kein Basic mehr sein, sondern wir verlassen jetzt sozusagen den Basic-Kram und wir gehen rein irgendwie und fangen an, Lua-Programm zu schreiben. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal die erste Version und wir versuchen danach irgendwie das zu strukturieren, also daraus irgendwas zu machen, was man dann irgendwie auch als Programm bezeichnen kann in modernem Sinn. Das hier ist, wie gesagt, furchtbarer Spaghetti-Code, das heißt, man sieht überhaupt nicht, was los ist. Und das wollen wir versuchen gleich mal zu verändern. Und dann wisst ihr auch, warum ihr diesen ganzen Kram lernt. Weil so haben früher Programme ausgesehen. Und das muss man auch einfach mal wissen, damit man versteht, warum unsere Programmiersprachen machen, was sie eigentlich tun. Und das zeigt ja heute keiner mehr. Und deswegen zeige ich euch das einfach mal. So. Wir schmeißen jetzt hier irgendwie praktisch alles raus, was hier was nicht da ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersehe, sonst muss ich später nochmal das Basic-Programm genau angucken. Und dann gucken wir gleich, den analysieren wir, nachdem wir praktisch diese ganze Aufräumarbeit gemacht haben, gucken wir erstmal, dass wir das ein bisschen analysieren können, was hier eigentlich passiert. So. Ich mache immer so einen kleinen Absatz vor jedem Label, weil das weil ich versuche, das ein bisschen übersichtlich zu halten, dass ich das später irgendwie einigermaßen in ein vernünftiges Programm überführen kann. So, und damit kommen jetzt aber alle Dinger weg, die keine direkte Bedeutung haben. Und diese Goto-Sachen, die sind nämlich ganz gut so. Das war's schon. Genau, das war's. Und damit wir das jetzt irgendwie als Lua-Programm, jetzt speichern wir das Ding mal als Lua-Programm und das nenne ich es Luna.lua. Okay? Und damit haben wir irgendwie, damit schaffen wir praktisch unser Programm, unser Lua-Programm. Und das ist natürlich jetzt alles noch Basic. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das irgendwann aber so umsetzen können. Also der ganze erste Kram, der hier ist, der ist eigentlich nur ein Print. Das heißt, hier wird ein Print ausgegeben und das können wir natürlich irgendwie schön machen in Lua, indem wir, ups, was ist das denn hier? Wir schreiben hier natürlich dann sowas
Und ich hatte ja gezeigt, man kann das machen mit einem großen String, Mehrzeilen String. Der will hier einen Tab 33 haben. Wie machen wir das? Es gibt einen kleinen Trick. Man kann sagen, ich nehme ein Space und wir wie ist das? Repeat 33? Ich glaube, Repeat 33 heißt es. Gucken wir es mal, ob das funktioniert. Moment. Ich mache hier mal jetzt ein Quit. Ist das wie kommt man da aus dem Haus nochmal raus? OS Exit, sag ich mal. Okay. So, und den Rest setzen wir hier mal in den großen. In einen großen Kommentar, damit wir den ganzen Kram hier mal auch kurz ausblenden, damit wir das ganze Ding hier sozusagen als ein großes Programm haben. Ups. Write Luna.lua. Ja. Okay. So, ich mache jetzt hier mal irgendwie ein neues Unterfenster auf. Dupliziere das mal. Das heißt, ich bin in derselben Directory. Hier habe ich jetzt die Sachen. Und wenn ich Luna.lua ausführe, dann müsste ich jetzt etwas bekommen, was nicht stimmt. Genau. Wie ging das nochmal? Also man kann sagen String Punkt ist das Repeat? Repeat Stern Komma 30 ist das das? Repeat war es nicht. Das war Duplicate. Ja, genau. Das gucken wir gleich mal nach, wie die String Library bei Lua aussieht. Ich weiß es nämlich momentan auch nicht mehr. Lua String suche ich einfach mal kurz und dann kommen wir ziemlich schnell auf die Referenz von Lua. Und Programming in Lua steht hier 5.1. Wir wollen eigentlich die 5.2, das 5.2 Tutorial haben. Da gehen wir gleich mal rein. So, hier oben schreiben wir 5.2. 5.2 ist unser Lua, das wir benutzen. Und dann gucken wir mal nach bei String. So, eigentlich müsste es Dupe gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum das nicht läuft. Da sind jetzt die ganzen Sachen. Und hier ist irgendwo Index.dat. Und String. So, das sind die ganzen Funktionen. Und unter anderem haben wir ja auch die String-Funktion. Da sind die Strings. Und das ist String. Repeat natürlich, klar. Gut, String Rep, da kann man reingucken. Was kann diese? Hier können diese, also hier können wir irgendwie nachgucken, welche Funktionen haben wir insgesamt in Lua. Und das sind irgendwie zum Beispiel die mathematischen Funktionen, die wir zur Verfügung haben. Die OS, das sind praktisch die Funktionen für das Operating System, also irgendwie, wie viel Uhr haben wir, welches Datum haben wir. Oder machen File weg, machen neues File auf, gib mir ein temporäres File, wie auch immer. Strings, was man irgendwie zu Lower oder zu Upper können wir irgendwie so praktisch Groß- oder Kleinbuchstaben, den umdrehen, Untersachen und so weiter. Table gibt es einige Befehle zu I/O, das ist Input/Output, das heißt, was geben wir ein, was geben wir aus, da kommen wir gleich noch zu. Und Debug, das ist so wie Coroutine haben wir. Das hier heißt bei uns anders, das heißt bei uns nicht Bit32, sondern einfach nur Bit. Also bei Lua Just in Time heißt das nicht Bit32, sondern einfach nur Bit, aber das ist ansonsten dasselbe. Das ist um mit Bit zu arbeiten, also mit einzelnen, das was wir irgendwie praktisch in der Logik gemacht haben, also zum Beispiel AND, OR, AND, NOT, OR, das hier seht ihr die Dinger schon.
Und dann kann man sie nach hinten, shiften, nach rechts rüber shiften, also nach verschieben, nach links und solche Sachen. Das kann man damit machen. Und hier sind so verschiedene Packages, String, Tables. Jo, das war es eigentlich auch schon für Lua. Und hier sehen wir hier nochmal die ganzen Grundbefehle, sind auch noch da. Aber was wir brauchen, ist dieses String Rep, also Repeat. Und da kann man reingucken und da steht dann, okay, wir haben ein String, wir wiederholen ihn so und so viele Male und wir haben eventuell einen zwischen den einzelnen einen Separator zwischen den einzelnen Wiederholungen. So, das gucken wir uns mal kurz an. Wir sagen String Rep von Stern, Komma 5. Und zack, machen wir 5 Sterne. So, das geht also relativ gut. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass wir irgendwie sagen Stern und das Ding hier hinten dran hängen, dass sozusagen das hier ist, dieses Doppelpunkt ist sozusagen ein objektorientierter Ansatz. Ups, der müsste nicht. Der funktioniert so. Und das geht irgendwie ein bisschen kürzer und deswegen benutzen wir diese Möglichkeit. Seht ihr? So, das machen wir. Deswegen brauchen wir so eine Konsole, damit wir irgendwie einfach mal gucken können, wie das funktioniert, dass wir das ausprobieren können. So, also, wir haben hier oben jetzt also unser Leerzeichen und Rep hieß es. Habe ich das Rep gesagt eben? Und warum ging das nicht? Ach, deswegen. Jo, gut, okay. Rep war also schon richtig. So, wir haben hier Rep sowieso. Das ist natürlich falsch, weil wir machen. Das so, dass wir hier anfangen. Luna. Also. So. Und das machen wir so, dass wir das irgendwie schreiben. Das heißt, er hat hier erstmal die Überschrift. Wir machen eine neue Zeile rein, setzen dann nochmal einen 15er Tab hin. Das heißt, dasselbe haben wir dahinter. Und das ist wieder Leerzeichen. Und Repeat von 15. Und holen uns das Ding hier rüber, dann wird das so, die Zeile wird ein bisschen eklig lang. Das gefällt mir nicht. Und deswegen machen wir das etwas anders. Wir nehmen die Funktion IOWrite. Und damit wir die nicht immer schreiben müssen, definieren wir vorher local write ist gleich IOWrite. Das heißt, wir brauchen nicht mehr diesen ganzen Kram zu schreiben. Wir schreiben einfach so. Wir schreiben einfach write. So. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir können sagen, okay, wir haben den Kram. Dann brauchen wir das hier nicht zu machen. Dann können wir nämlich einfach Komma sagen. Dann können wir hier Komma sagen. Das ist ein bisschen kürzer. Das heißt, es wird kein. So, wir haben hier den Kram. Den Kram. Dann wollen wir den, das ist der Tab gewesen, dann wollen wir dieses dann wollen wir das hier drin haben. Creative Computing, Morris and Jesse. Und das ist insgesamt, wenn ich das richtig sehe, ein großer String. Okay. Dann schreiben wir es als einen großen String. Creative Core. So. Und das hier sind drei
bevor ich das jetzt irgendwie so völlig komisch schreibe, mache ich das irgendwie einfach so, dass ich das einfach mal so schreibe. So, zack, hier hat er wieder zwei Leerzeichen drin. Die fangen wir auch mit rein. NN. Jetzt wollen wir gleich mal gucken, ob wir diesen den Teil sozusagen hingekriegt haben oder nicht. So, bis wir das Ding hier haben. Und das ist eigentlich jetzt schon der erste Teil, den wir zu drucken haben, und dann schließen wir das. So, alles was danach kommt, ist, hier ist ein Label, das heißt, hier wird hingesprungen, das heißt, hier endet unser Programm fürs Erste. Jetzt nochmal kurz gucken, ob das alles stimmt von der Größe. Jo, sieht alles in Ordnung aus. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Right, Luna.lua. Und wir gehen hier wieder rein und sagen, na, Creative Computing, Jersey. Ach, der hat jetzt die Vorzüge macht er so nicht. Das finde ich jetzt interessant. Ach so, okay. Gut, das heißt, er will, wenn wir das machen, will er das so nicht, sondern müssen wir das so schreiben. Das können wir auch machen. Luna. Lengthening Console. Okay. So, das ist hier auch irgendwie alles ganz gut. So. So. Ich halte das weiter hier im Basic hier unten. Also ihr seht das, damit ich praktisch diese Basic-Befehle noch behalte, damit ich das schön sehen kann, was ein Befehl ist und was nicht. Und hier hinten führe ich das mal aus. So, sieht das irgendwie so aus wie das Basic-Programm, wenn wir es laufen lassen. Basic Luna.was. Das war ziemlich exakt. Ach nee, dieser Kram hier ist tatsächlich nicht eingerückt. Aha. Wir haben hier, das hier ist aber alles richtig ansonsten. Creative Comic. Warum hat er diesen komischen Kram da nicht genommen? Das wundert mich jetzt. Er hatte hier dieses. Er hatte hier diesen Repeat 15, wenn ich jetzt irgendwie Luna.was, da ist Tab 15. Jo, eigentlich ist das. Das führt er nicht aus. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Tab 15 führt er hier in diesem Programm nicht aus, aber es ist vorhanden. Das heißt, unser Programm läuft korrekt. Das Programm von ihm, das Basic-Programm hier läuft nicht korrekt. Gut, aber wir behalten unser Programm so, wie es eigentlich sein soll. Das mit diesem hier funktioniert und so soll das eigentlich auch irgendwie aussehen. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall den ersten Teil haben wir schon mal geschafft. Die ersten Zeilen sind umgesetzt. Wir haben unsere Einschaltmeldungen da. Wie viele Minuten haben wir? Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Okay, schön. Ich lasse es einfach mal weiterlaufen. Jetzt haben wir hier ein Label. Nehmen wir hier mal kurz raus und jetzt gucken wir mal, dass wir weitergehen mit dem Programm. Also, wir haben wieder eine Ausgabe und das sieht aus wie ziemlich viel Ausgabe. Also, da können wir wie gesagt wieder ein schönes Write machen und das sind offensichtlich zwei Leerzeilen, nee, eine Leerzeile, Burn Rate, Rocket, Between. Null and sowieso. Das hier ist wieder einer.
haben wir eine doppelte Leerzeile. So. Und hier haben wir wieder eine. Okay. Und Komma. Und jetzt haben wir 4, 3 Vorzeilen, 3 Leerzeilen. Und hier hinten natürlich noch eine. Good luck. Und eine abschließende Leerzeile. So. Das war das. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, indem wir das wieder speichern. Das hier mache ich auch mal größer, dass ihr es mal sehen könnt, dass es hier besser zu sehen ist, was ich hier mache. So. Jo, das ist alles korrekt. Das können wir so lassen. Und weiter geht's. So. Wir haben eine Variable. Wir machen, lassen das irgendwie einfach mal so laufen. Das ist eine neue Variable. Normalerweise sollte das dann local sein. Ich lasse das alles mal so stehen, wie es ist. Das korrigieren wir später. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben wieder einen typischen Print. Wir machen, machen das durch wieder mit write. Der will einen zusätzlichen Zeilenvorschub vorn haben. Ja, jetzt könnte man Print schreiben. Aber die Sache ist die, der benutzt hier Kommata. Und Kommata sind bei Basic, das muss man, also wenn ich jetzt noch erinnere, bedeutet das bei Basic, dass das immer 8, also praktisch der nächste Tabulatorsprung ist. Das heißt, er macht hier, arbeitet hier mit Tabulatorsprüngen, was natürlich doof ist, weil irgendwie das ist eigentlich nicht genau der Stil, mit dem wir das in Lua schreiben, aber wir lassen das erstmal so. Und am Ende macht er bei einem Print, also bei Lua auch, einen zusätzlichen Zeilenvorschub, also diesen Zeilenvorschub hier. Und das macht er dort, das heißt, wir machen das so und damit haben wir diese Zeile umgesetzt. Okay, Print Burn Rate und jetzt haben wir wieder Variablen, die gesetzt werden. Ja. Okay, ich sage das einfach mal als Local Variable an, also wir lassen sie jetzt irgendwie genauso geschrieben wie hier. Wir machen das so. Wir machen eine sogenannte Multi-Zuweisung. Wir haben V, M, N, G und Z. Das sind alles Zuweisungen, die hier stattfinden. Und das ist Komma, 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 Komma. So, das heißt, diese ganzen Sachen werden zugewiesen, also A wird 120, V wird 1, M und so weiter und so fort. Diese ganzen Variablen sind jetzt alle zugewiesen und gesetzt. So, dann haben wir ein Label, dann haben wir wieder was auszudrucken. Wir speichern das nochmal kurz, was wir hier haben. Right. So, sagen hier ein typischer Print. Nein, wir nehmen hier ein kein Print. Wir nehmen hier ein Write. Aus dem einfachen Grund. Ich sehe hier, also Write ist. Write ist etwas anders als, also dieses IO Write, das ich hier oben nehme, das ist etwas anders als Print. Print arbeitet hier tatsächlich genauso wie das Basic Print mit Kommata, mit Tabs.
Und write arbeitet etwas anders, das setzt sie direkt hintereinander. Das heißt, wenn wir hier einen Tab haben wollen, dann müssen wir jedes Mal einen Tab dazwischen setzen. Und das geht so. So, L hatten wir als Variable gesetzt. Okay, dann haben wir hier Integer von A. Das heißt, Integer von A, das ist, da setzen wir hier oben mal kurz Integer local int gibt es als Befehl. Achso, ja klar, was im Basic, klar. Da gibt es nämlich sowas wie math.floor. Und wir machen dafür eine Abkürzung, was ziemlich häufig kommt. Und wir nennen das int. Okay. So, und das schreiben wir jetzt. Ich schreibe das extra klein, damit wir das so haben. Das heißt, wir haben praktisch hier eine Wandlung. Math-Floor heißt, wir gehen zunächst unteren Ganzzahl runter. Also wenn wir 37,5 haben, haben wir dann 37. So, int von 1, dann setzen wir direkt danach. Das hier ist Semikolon, weil Basic steht für direkt danach, ohne irgendwelchen Tab oder sowas. Und ich glaube, die setzen dort einen Space zwischen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, im Basic gibt es einen Space dazwischen. Ich glaube nicht. Gucken wir gleich. So, sind das hier. Das sind alles so hart gecodete Werte. A minus int von A. Das mache ich jetzt einfach mal. Also ich habe mir das abgekürzt mit diesem int, ne? Das ist schon klar. So, und dann gucken wir gleich mal, ob das funktioniert. Und dann mache ich irgendwie eine Pause und mache einen zweiten Teil, weil mir ist das schon zu lang. Das ist schon 30 Minuten oder so. Wir gucken aber einfach mal, dass wir bis hierher kommen. So, das hier ist Komma, das heißt, hier kommt wieder ein Tab rein. Und so schreiben wir irgendwie praktisch unser erstes kleines Lua-Game. Und das sollte jetzt. Und jetzt sagt er nochmal einen Tab dahinter. Okay. Nochmal ein Tab. Und da er keinen. Er hat hier keinen. Wie heißt es? Kein Zeilenvorschub, bleibt also hier hinten stehen. Und ich muss hier noch etwas dazu schreiben, weil er braucht sozusagen so eine Art Prompt. Das machen wir mal. Fragezeichen hin. Das ist nämlich das, was dieses Input macht. Input holt ein Zeichen rein, also ein Zeichen rein und packt es in die Variable k. Um dasselbe zu machen in Lua, schreiben wir. K ist gleich IO read und wir wollen eine Nummer einlesen. So, und das ist genau dasselbe. Das heißt, wir lesen jetzt irgendwie eine Zahl ein und packen sie in die Variable k. Und k haben wir k schon mal irgendwo gesetzt? Nicht? Local. Okay, schreiben wir gleich local davor, weil es besser ist. Weil hier ist er noch nicht gesetzt. Okay, so. So, dann haben wir eine weitere Variable t. Die setzen wir hier auf c. Und wir schließen unser Programm hier erstmal und sagen nochmal kurz, wir drucken k nochmal aus. Einfach nur so, weil es besser ist. Und mal gucken, ob das funktioniert. Und dann. So, hier haben wir die Burn Rate. Seht ihr? Ich sage 200. Und er sagt, 200 habe ich eingegeben. Seht ihr? Also es funktioniert. Nochmal hier. Ich gebe hier die Zahl ein in K. Das ist die Abfrage, die gekommen ist. Er druckt hier praktisch diese Zeile aus. Da hinten eben dieses Fragezeichen. Ich drehe nochmal um. Da hat da hinten dieses Fragezeichen gedrückt. Dann habe ich meine Zahl eingegeben. Wobei ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. So vielleicht. Das ist ein bisschen hübscher. Punkt Lua. So, mal gucken.
zack, 200. Seht ihr? So ist das. Ganz, glaube ich, ganz schön zu sehen. 200. Okay. So, diese 200, diese Ausgabe von 200, das kommt natürlich weg. Das ist nicht Teil unseres Programms. Das war eben nur zum Debuggen. Und Luna.lua. So, und ich würde sagen, jetzt lade ich erstmal schon wieder hoch und dann kommt der zweite Teil hinterher. So, bis zum zweiten Teil.